Heute erzeugen wir eine ordentlich steife Brise. Also haltet euch gut fest. Für den Bau eurer eigenen Schallkanone benötigt ihr ein oder zwei stabile Dosen, Luftballons, Klebeband und außerdem ein bisschen Werkzeug. Wir haben benutzt eine Schere und ein Messer. Einige hartnäckigere Dosen erfordern vielleicht noch eine Zange und einen Metallbohrer. Denkt aber daran, dass ihr euch mit dem Werkzeug auch sehr schnell selbst verletzen könnt. Wenn ihr also nicht so viel Erfahrung mit dem Werkzeug habt, nehmt vielleicht lieber einen Erwachsenen zu Hilfe. Zuerst nehmt ihr euch eine der Dosen, nehmt den Deckel ab und entfernt den Boden mit Messer, Schere oder Säge, je nachdem, was in eurem Fall am besten klappt. Wir benutzen hier das Messer. Wenn ihr das geschafft habt, solltet ihr eine große Röhre haben, ganz so wie diese hier. Als nächstes müssen wir ein Loch in den Deckel schneiden. Wenn ihr dabei genau arbeiten wollt, markiert euch am besten zuerst die Stelle für das Loch. Aber macht das Loch nicht zu groß, damit ihr den Versuch zuerst mit einem kleineren Loch ausprobieren könnt. Das Loch vergrößern kann man ja später immer noch. Bei uns hat für den Anfang ein Durchmesser von ungefähr 10 mm ganz gut funktioniert. Jetzt brauchen wir den Luftballon. Wir trennen mit der Schere zuerst den engen Teil des Luftballons ab und ziehen ihn dann über das bodenlose Ende unserer Dose, bis er gut straff gespannt ist. Das Ganze fixieren wir dann zum Schluss noch einmal mit dem Tape und prüfen noch einmal zuletzt die Spannung des Luftballons. Aber das sieht doch gut aus. Jetzt muss nur noch der Deckel wieder drauf und fertig ist eure Schallkanone. Wir haben sogar noch eine zweite, etwas kleinere gebaut. Jetzt kann es auch schon losgehen. Wenn wir an dem Ende des Luftballons ziehen und loslassen, kommt durch das Loch ein starker Luftstrom geschossen. Alternativ könnt ihr auch vorsichtig gegen den Luftballon klopfen. Damit können wir jetzt entweder noch ein bisschen herumspielen, zum Beispiel können wir Felix ins Gesicht schallkanonieren. Das macht Spaß. Oder wir machen ein paar Experimente damit, die noch viel mehr Spaß machen. Logischerweise sind Experimente. Zuerst holen wir uns eine Kerze, zünden sie an und richten unsere Schallkanone drauf. Das nenne ich Kerzenlöschen mit Stil. Aber wir sind ja Physiker. Wir wollen kein Stil, sondern Messwerte. Wir versuchen jetzt, die maximale Distanz zu bestimmen, von der aus unsere Schallkanone noch die Flamme der Kerze auspusten kann. Doch bevor es losgeht, passt auf, dass ihr nicht gleich das ganze Wachs von der Kerze pustet, denn heißes Wachs ist heiß. So, um jetzt diesen maximalen Abstand zu bestimmen, haben wir die Kerzen einmal in einer Reihe aufgestellt und versuchen sie jetzt nacheinander auszupusten. Mit der großen Schallkanone waren die ersten zwei Kerzen kein Problem, aber bei der dritten wurde es schon schwieriger. Jetzt versuchen wir das Ganze nochmal mit der anderen Schallkanone und wie wir sehen, die erste Kerze gar kein Problem. Die zweite ist schon ein bisschen schwieriger gewesen, aber sie geht trotzdem aus. Und die dritte, na, auch aus. Das heißt also, die kleine Schallkanone kann tatsächlich etwas weiter schießen als die große. Wenn ihr diesen Versuch selbst nochmal nachmacht, könnt ihr ja auch noch ein bisschen mehr herumprobieren und zum Beispiel auch die Lochgröße verändern. Eine Sache haben wir aber noch für euch vorbereitet. Leider kann man den Luftstrom ja nicht direkt sehen. Deswegen haben wir hier eine Nebelmaschine. Damit können wir uns genauer anschauen, was da überhaupt passiert. Wenn ihr gerade zufälligerweise keine Nebelmaschine im Haus habt, gibt es auch Nebelspray. Damit funktioniert das bestimmt auch. Also, füllen wir einmal die Schallkanone mit Nebel und schauen uns das Spektakel einmal genauer an. Damit wir den Luftstoß gleich gut beobachten können, haben wir es so dunkel wie möglich gemacht und nur ein einziges Licht angeschaltet. Das sieht ja schon echt schick aus. Man kann richtig sehen, wie der Nebel herausgeschossen kommt und sich einen Ring bildet, der dann durch die Luft saust. Damit könnten wir echt ewig spielen. Psst, haben wir auch. Anscheinend seid ihr noch nicht weggeblasen worden. Sehr schön. Dann könnt ihr jetzt einfach noch kurz ein Like und einen Kommentar da lassen.
Aber jetzt erst einmal viel Spaß beim Experimentieren und bis zum nächsten Mal bei Life Physik. Kommt hier noch was oder ist er jetzt Ende?